Hi Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute spielen wir wieder eine Runde Enshrouded und wir werden heute mal wieder auf Reisen gehen. Ich weiß, ihr wartet wahrscheinlich alle auf das Deko-Einrichtungsvideo. Das kommt auch noch. Ich denke, es ist das nächste Video, was das dann sein wird. In dem Sinne, sollte euch mein Video gefallen, dann vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu geben, zu abonnieren und die kleine Glocke zu aktivieren. Und kommt auf jeden Fall auf unserem Discord-Server bei. Hier haben wir die coolste Community und den coolsten Enshrouded-Server. In dem Sinne, Leute, ich will nicht lang schnacken. Wir starten. Let's go. So, ich habe jetzt natürlich immer noch den Bauhammer in der Hand. Und wie ihr seht, habe ich auch meine ganzen Truhen weggemacht. Ich zeige euch mal, die befinden sich jetzt alle hier und haben sich anscheinend noch nicht geladen. Naja, wie dem auch sei, hier sind alle Truhen und auch schön sortiert. Wir werden dann im Deko-Video hier alles wirklich ordnen und auch die NPCs jeweils auf ihren richtigen Platz stellen. Ich muss jetzt also nur noch mich wieder ausrüsten mit allem Gängigen, was man so braucht. Jetzt muss ich selber erstmal gucken, dass ich jetzt hier alles reinschmeiße, was ich nicht brauche. Und dass ich mir irgendwie meinen ganzen Stuff wieder zusammensuche. Jetzt muss ich mal gucken, ich kann keinen Altar mehr platzieren. Das ist belastend. Ich will aber jetzt mal trotzdem einen mitnehmen. Oh mein Gott. Ja, das will ich natürlich nicht. Und wo habe ich denn meine ganzen Waffen hin? So, wir brauchen auf jeden Fall den ewigen Frostpfeil. Dann habe ich hier die Waffe. Dann nehmen wir das Drachenschwert mit. Die Dietriche brauchen wir natürlich. Schwarzpulverkugeln, Verbände. Dann habe ich hier noch einen gereinigten Verband. Dann brauche ich unbedingt noch... Nehmen wir mal die Heiltränke mit. Was fehlt mir denn jetzt? Ich habe die Spitzhacke und alles. Ich habe was zu essen. Ich habe nichts zu trinken. Ja, dann muss ich mal ganz kurz raufgehen zu meiner Bäuerin. Und wir nehmen uns auf jeden Fall mal ein paar Rippchen mit. Und wie ihr seht, habe ich jetzt die Kisten hier unten eingebaut, weil ich mir irgendwie dachte, dass die nicht zum Stil der Küche passen, wenn ich sie jetzt irgendwo anders hinstelle. Und deswegen sind sie jetzt da unten einfach versteckt. Ich nehme mir noch Wasser mit. Genau, und ich denke, ach ja, was ich noch vergessen habe, wie ihr seht, habe ich die Brust Almanach, wie heißt es? Ach, Dunkelmonach Brustplatte an. Die ist nämlich richtig geil. Und ich hoffe, die wird mich auch auf meinen Kämpfen unterstützen. Jetzt schauen wir mal auf die Gardos. Wo sind wir denn beim letzten Mal stehen geblieben, Leute? Hier habe ich auf jeden Fall ein Zuhause und irgendwo habe ich doch das Ding gesehen. Was ist denn das hier? Ach genau, die Brunnenblöcke, zu denen müssen wir eigentlich auch noch. Stimmt. Und hier zur Obeliskenforschung. Ich möchte mal ganz kurz hier hin. Und dann müssen wir unbedingt gucken, weil ich eigentlich heute die Warte auch noch mit euch machen wollte. Dass wir das auf jeden Fall vielleicht auch noch machen. Ich werde jetzt mal mit der Flamme kommunizieren und sie deaktivieren. Damit ich auf jeden Fall noch eine übrig habe. Und wo war denn jetzt diese blöde Warte? Wir essen und trinken jetzt erstmal was. Und dann überlege ich mir, ob wir nicht einfach tatsächlich mal das jetzt erstmal ins Visier nehmen. Und mal hierhin reisen. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich dort die Warte gesehen habe. Da müssen wir jetzt mal gucken. Ach, das war die hier. Ich glaube, den kann ich auch mal deaktivieren. Und dann muss ich mich jetzt mal kurz hier umschauen. Wo habe ich denn diese Warte gesehen, Leute? Da hinten. Ja, das trifft's gut und in die Richtung müssen wir dann sowieso auch. Und was haben wir denn eigentlich hier schon wieder für eine Versammlung? Hi Leute, begleitet ihr mich? Ich glaube nicht. Ja super, dann wissen wir, wo jetzt die Warte ist. Düsen dorthin und dann schauen wir natürlich auch zu unserem Fragezeichen und dann gucken wir, was uns noch an Zeit übrig bleibt. Und dann können wir ja auch noch zur Miasma-Wurzel. Das holen wir uns, um uns da diese Blöcke zu holen.
Soll ich jetzt dem Weg folgen oder soll ich es nicht tun? Eigentlich muss ich genau geradeaus, dann gehen wir doch aber auch geradeaus. Und wenn ich schon dabei bin, kann ich hier noch ein bisschen Safran sammeln. Und genau, dann machen wir das so. Dann haben wir da nämlich auch wieder einen Teleportpunkt. Ach, und falls ihr euch jetzt denkt, hey, ich habe mir doch gewünscht, dass die Luni im Hintergrund an ihrer Leuchtwand das und das macht, dann wird das auf jeden Fall noch passieren. Das Ding ist, ich muss immer ein bisschen voraufnehmen und deswegen kann es natürlich sein, dass es dann in einem Part mal nicht zu sehen ist. Was haben wir denn hier? Ach, das müsste Schwefel sein. Ja, da will ich natürlich nicht rein. Und zu dem Skorpion will ich auch nicht. Das heißt, wir gehen mal hier drumherum. Jetzt haben wir eh nur noch 200 irgendwas Meter dorthin. Und da ist ja auch schon die Warte. So, hier ist eine Stadt. Kennen wir die schon? Nein, tun wir nicht. Okay, da müssen wir uns das auf jeden Fall merken. Die Frage ist nur, wie komme ich denn dorthin zu der Warte? Ist das überhaupt die, die ich gesehen hatte? Oder ist sie es tatsächlich nicht? Ich glaube, die andere, die ich gesehen habe, war näher, oder? Nee, hier ist die Nomadenanhöhe. Ach, es kann ja nur die sein. Ja gut, wir gehen auf jeden Fall runter, weil wir ja hier auch noch das Ausfragezeichen haben. Das Ausfragezeichen. Da unten ist auch wieder so ein kleines Türmchen. Aber wir gehen jetzt erstmal hier weiter. So. Ist es das da hinten, Leute? Wir fliegen mal kurz rüber. Oh, ich muss eigentlich in eine andere Richtung. Belastend. Eigentlich muss ich da hoch. Ja, ist hier denn jetzt mal ein Weg? Weil die Stadt kennen wir schon. Da waren wir auf jeden Fall. Ach Scheiße, ich glaube, wir kommen da jetzt nicht hoch. Ich glaube, wir kommen da nicht hoch. Nee, da hätte ich definitiv anders gehen müssen. Und ich frage mich halt auch, wie ich zur Warte hinkomme. Muss ich da komplett einmal außen rum? I think so. Also, was haben wir hier? Hier geht irgendwas lang. Gucken wir da mal hin. Ich bin ja mal gespannt. Knochensplitter Ausgrabungslager haben wir hier. Was gibt's denn hier Feines? Sand, getrocknetes Fell und ein besserer Miasma-Überlebenstrank. Hier kann man rauf. Aber hier ist weiter nix. Naja, Leinen, die schaden auf jeden Fall nicht. Dann haben wir hier eine Kiste. Und was zu lesen. Hinweise von einem Schamanen. Ich habe bei der Untersuchung des Friedhofs einen Schamanen getroffen. Er schweigt, will nicht sprechen oder meine vielen Fragen beantworten. Sehr untypisch für jemanden aus der Ödland. Vielleicht ein Schweigegelübde? Vielleicht lebt er inmitten der Fossilien, denn er schien sie auf eine mir rätselhafte Weise anzubeten. Als ich ihm eine weitere Frage stellte, zeichnete er einfach eine Rune in den Sand, alte Hieroglyphen. Das machte mich neugierig. Ich bin nach Ostlapis zurückgekehrt. Dort, im Archiv, gibt es einen staubigen Kodex zu den Runen des Schamanen. Ich habe das Bild, das er gezeichnet hat, sofort erkannt. Und die Übersetzung hat mich schockiert. Drachen. Okay. Drachen, ja gut, aber die kennen wir ja schon. Und ich habe einmal blauen Stoff gefunden. Wo geht's hier lang? Könntest du dich vielleicht festhalten oder so? Danke. Sehr freundlich. Ach, zu einer schönen Kiste. Falkenhose. Perfekt. Fliegen wir mal darüber.
Das können wir plündern, dann haben wir Papier und wir haben geheime Bücherregaltür beim Schreiner freigeschaltet. Und einen revitalisierenden Heiltrank. Und hier steht, glaube ich, auch noch einer. Ja, nice. Öffnen wir schnell die Truhe. Und dann muss ich auch schon wieder was essen. Kann ich aber gerade nicht. Na gut. Wir plündern hier alles, was geht. Aber ich denke... Ich weiß nicht, ist jetzt hier sonst noch irgendwas? Hier scheint mir nichts mehr zu sein, außer das Miasma. Also denke ich tatsächlich jetzt erstmal nicht. Ich meine, wir können hier durchs Miasma laufen. Ich weiß halt aber nicht, wo ich dann hinkomme. Und deswegen würde ich tatsächlich gerne gucken, dass wir dann hier eben außen rumlaufen, um dann zum Ding zu kommen. Hier rauf, zur Warte. Hier ist nämlich auch ein Weg. Wo führt der uns hin? Ach so, bloß zu dem kleinen Türmchen. Aber da ist ja meistens nie was. Außer ein Bett und ein Feuer, was eigentlich ganz chillig ist, wenn man ein Plätzchen zum Schlafen sucht. Aber meistens porte ich mich ja dann doch heim. Ach, ich habe halt echt keinen Plan, Leute. Wie komme ich denn da hin? How can I go there? Ja, das ist eine gute Frage. So, wir werden uns erstmal hier oben kurz den Respawn-Punkt holen. Was ist da hinten? Ach, jetzt fällt mir ein, was ich noch machen wollte, wo ich die alte sehe. Ich wollte natürlich noch Pfeile machen. Das ist wieder schlecht. Okay, wisst ihr was? Dann setzen wir uns das Herz aus Eisen jetzt einfach als Wegpunkt, wenn wir schon zu dem anderen nicht hinkommen. Und dann schauen wir, was da ist. Ich glaube, es wird auch langsam dunkel. Macht jetzt aber nichts, wir haben ja genug Schlafoptionen. Aber eigentlich müsste ich mir schon irgendwelche Pfeile machen. Naja. Jetzt gucken wir mal, vielleicht setze ich mir dann ja auch einfach noch einen Altar. Was ich dann, wenn, aber hier machen müsste, weil der Wegpunkt ja gleich dort ist. Jetzt setzen wir den einfach mal daher. Ich kann ihn ja dann wieder löschen. Und wir düsen einfach geradeaus und dann gucken wir, was hier so ist. Schwebt es hier oder hat es nicht geladen? Oh mein Gott, also irgendwie habe ich jetzt Angst. Wo kommen wir denn hin? Hilfe! Mist, also vielleicht sollten wir doch noch ein paar Pfeile craften. Ja Leute, ich mache das kurz und dann sehen wir uns gleich hier an der Stelle wieder. Na toll. Und angekommen wird es dunkel. Super. Aber gut, wisst ihr was? Erstens sehe ich da gerade den Haken. Da gehen wir mal schnell rauf. Und sehen nichts. Okay, alles klar. Nein, nein. Och Mann, das war doch so klar, dass mir das jetzt wieder passieren muss. Egal, die machen wir jetzt einfach kurz fertig. So, den anderen scheint es nicht zu interessieren, dass wir hier sind. Ich wollte eigentlich nur hier unten rein, um zu pennen. Aber wieso kann ich hier nicht pennen? Wegen dem Skelett? Jetzt kann ich. Ja, sehr schön. Dann legen wir uns hier schlafen am Feuer. Richtig chillig. Und es ist wieder hell. Wir können also weiter auf Abenteuer gehen. Endlich. Also, wir haben Bronzepfeile, 50 Stück. Ich hoffe, dass uns das irgendwie weiterhilft. So, und wo sind wir denn jetzt? Ah, hier ist dieser... Ach, scheiße, dieser bekackte... Oh, fuck, der ist eigentlich gerade weggeflogen. Oh, nein. Hilfe? Ah, Glück gehabt.
Glück gehabt. Und er hat Federn. Cool. Also kann ich tatsächlich noch eine Ladung Bronzepfeile machen. Und hier müsste Eisen sein, glaube ich. Ja, cool. Und wir haben auch die riesige Truhe freigeschaltet. Sehr schön. Und die Eisenbarren auch. Geil. Aber ist jetzt gerade nicht unser Ziel. Wir wollen ja dort hinten hin. Ist es hier? Wir müssen da runter. Und was ist hier? Ist hier wieder so ein Miasma-Ding? Kuppenmine. Oh mein Gott, was geht hier? Ich habe irgendwie Angst. Quest abgeschlossen. Herz aus Eisen. Ich habe die Quest abgeschlossen. Hä, und jetzt? Was gab's jetzt hier? Also ich blicke gerade nicht durch. So, da hinten ist ein Hyopai. So viel ist sicher. Gut. Wir gucken uns weiter um. Da ist dieses eine Ding, was explodiert. Und hier ist noch so einer. Oh nein, da ist ein roter Käfer. Der ist böse. Oh, und nicht gleich tot. Aber jetzt. Dann müssen wir unbedingt dieses Käfernest zerstören. Ich brauche eine Axt. So. Gut. Bewaffnen wir uns wieder. Geh mal kurz hier hoch. Hier ist der Vogel. Ach, da ist eine Wurzel da hinten. Okay. Hier gibt es auf jeden Fall nichts. Und da unten ist so ein Blöder. So ein ganz Blöder. Hör auf zu blocken. Die Nervensäge. So. Weg mit dir. Wir gucken uns also weiter um. Hier kann ich auf jeden Fall nach oben gehen. Oh nein, und da ist schon wieder so ein blöder Käfer. Er hat uns aber nicht erwischt. Wo kam denn der jetzt schon wieder raus? Hier. Fuck, jetzt ist hier auch noch der Vogel. Hm. Lass mich mal ganz kurz hier hochgehen. Ah, okay. Sehr schön. Den looten wir auf jeden Fall. Ach komm, ist doch nicht dein Ernst. So, und dann mein Gott, war das knapp. Wer hat denn jetzt da schon wieder auf mich geschossen? Hilfe! So, der Käfer dürfte hier nicht raufkommen. Ich weiß nicht, ob da hinten irgendwas Wichtiges ist. Ich will aber eigentlich den Käfer wegmachen. So. Den können wir so machen. Oh fuck. Oh nein, Leute. Da ist diese ganz hässliche Brutsichel. Und ich muss mich heilen. Okay, wer kommt jetzt hier hoch? So, der muss erstmal weg. Und dann muss eigentlich... Müssen die hier alle weg? Und ich bin Stufe 23. Cool. Coole Sache. Alter, verpiss dich, du nervst. Okay, gut, dann ist er weg. Wen haben wir denn noch? Da unten ist noch einer. Oh, und da auch schon wieder. Ach komm. Ist jetzt hier mal Ruhe? Kann man sich jetzt hier mal konzentrieren, oder? So. Hilfe. Also, da ist dieser Spast.
Ah, nein. Mann, was ist er für ein... Ich sag jetzt nichts. Ja, genau. Und schon wird man, wenn man wieder aufsteht, von so einem blöden blauen Drachen gelangweilt. Ach, Leute, Leute, Leute. So, kann ich mich irgendwie heilen, bevor der... Der kommt mir hinterher. Das ist schlecht. Das möchte ich nicht. Kuppenmini, wir sind also wieder da. Okay, da hinten ist die Wurzel. So. Ich weiß, dass man einen Angriff von ihm... Also, bist du deppert? Dass man einen Angriff von ihm mit dem Schild blocken kann. Und ich meine, wenn man sich das genau überlegt, dann ist es wahrscheinlich der mit den Sicheln. Wo ist denn der Depp eigentlich jetzt? Naja, okay, dann... Wenn er gerade nicht da ist... Dann lasse ich es mir doch nicht nehmen und mache die Wurzel platt. Ha! Und jetzt sieht man hier nämlich auch endlich mal wieder was. Was ist denn hier oben zum Beispiel? Gibt es hier noch irgendwas Interessantes? Ja, Miasma. Darauf habe ich keine Lust. Ja, nice. Dann ist diese blöde Brutsichel einfach mal weg. Da hinten ist eine Truhe. Zu der gucken wir auf jeden Fall jetzt aber noch. Ja, genau. War ja mal wieder klar, dass ich nicht rüberkomme. So blöd. Warum eigentlich nicht? Hier, spring und genau. Was haben wir? Einen Eiskern-Zauberstab. Oh, und uns wehgetan auch noch. Ich will eigentlich hier weg. Oh, was ist da hinten? Geh weg. Was ist das hier? Oh, da sitzt ein Drache. Ja, das ist natürlich belastend. Das will ich nicht. Ha, hier bin ich auch raus aus dem Miasma. Oh, scheiße. Nein, geh weg. Ich will nicht wieder sterben. So, wir müssen fliehen und zwar ganz verflixt schnell. Das sind nämlich auch schon so Fliegedinger. Weg. Wo kommt ihr eigentlich her? Ich habe die ganzen Nester kaputt gemacht. Ich will jetzt einfach erstmal hier raus, ganz ehrlich. Raus aus diesem Miasma. Oder zumindest irgendwo hin. Wo diese Käfer nicht hinkommen. So, ist jetzt mal Ruhe, verflixt. Na gut, also die Wurzel habe ich und an der Kuppenmine war ich auch. Was ist denn eigentlich hier die große Beute und unter den Amseln? Und ich weiß immer noch nicht, wie ich rüberkomme zu dem anderen Gedöns. Wenn ich hier runterschaue, ist es hier rot. Also ich weiß nicht, ob ich dann sowieso überhaupt hierher komme. Ich denke, ich muss dann erst mein Altar aufwerten. Ich würde gerne da oben hinkommen. Wisst ihr was, wir gehen jetzt mal... Ach so, ich bin ja im Miasma, ich kann ja gar nicht schnell reisen. Dann suchen wir uns mal den Weg hier raus, kurz. Jetzt kann ich auf jeden Fall mal dorthin. Ich weiß nur nicht, ob mir das was bringt. Wir probieren es mal. Okay, ich muss also irgendwie hier auf diesen Berg kommen, damit ich hier so langlaufen kann. Das Karawanenlager war unterm Berg. Also wie komme ich am besten... da hoch. Das ist natürlich mal wieder die Frage aller Fragen. Okay, also wir müssen jetzt irgendwie... Hey, was haben wir hier? Jetzt wird wahrscheinlich dort hinten... Ach, Mann. Ich hasse das, wenn ich was sehe. Wo ich dann wieder gucken muss, weil hier wird wieder sowas Unterirdisches sein. Denke ich. Ja, war ja klar. Okidoki. Dann gucken wir natürlich erstmal da rein. Und wie immer ist hier die Tür.
zur Kiste. Und wir haben Eisenpfeile, was auf jeden Fall nicht schlecht ist. Und hier können wir reparieren. Und da sind Spinnen, aber die sollten uns ja eigentlich nichts tun. Deswegen nehmen wir mal zur Sicherheit die Fackel. Da können wir dann ein bisschen mehr sehen. Und dann laufen wir mal durch. Wir gehen links lang. Wo muss ich hin? Muss ich da runter? Echt jetzt? Ach so, da kann ich klettern. Dann ist alles klar. Und hier haben wir schon die große Schatztruhe, beziehungsweise den großen Sarg mit Stachelbogen. Sehr schön. Hallo. Da kann ich auch noch was öffnen. Revitalisierender Heiltrank zweimal gleich. Das ist cool. Gehen wir natürlich wieder hier rauf. Und hier zurück. Und dann aber natürlich auch nochmal kurz links lang, weil wer weiß, was dann hier so ist. Wartet mal, was war hier? Plündern, Knochen. Achso. Was ist hier? Kann ich da hinten lang? Nö. Hier ist auch nichts. Ah, da ist dann tatsächlich nochmal ein Sarg. Krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Große Keule, 61 Schaden. Okay. Haben wir das auch erledigt? Und können dann also wieder guter Dinge hier rausdüsen. Das war leicht. Aber na klar, wenn mich auch die Viecher nicht angreifen. Also, was ich auf jeden Fall sagen wollte, wir können da hinten rüberlaufen. So wie es ausschaut. Da oben könnte ich wieder Eier plündern, aber das will ich jetzt gerade nicht. Ja, genau. Immer hier so an der Seite lang. Noch 150 Meter haben wir. Der Haufen könnte auch verdächtig sein. Ah, sollte halt treffen. Ja, tatsächlich. Und eine Kiste drunter. Cool. Ach, das ist, glaube ich, das, wo wir hin müssen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ah, da ist er. Der Obelisk war es, genau. Die Sintflut befreit uns nun doch. Endlich, die Überreste eines flüchtigen Zeitalters sind beseitigt. Untergegangen in Wellen, ein weiteres Übel, ein Fehler, weggefegt und versiegelt. Möge das Wasser alles wegspülen, was verdorben war. Hinter uns die Sintflut. Dann schauen wir noch zu dem Lager hin. Obelisken, Ausgrabungslager. Hier können wir was plündern. Was? Achso, Holzscheite, ja klar. Eine neue Unternehmung. Unsere vorherige Expedition zum alten Friedhof war ein großer Erfolg. Ich stehe für immer in der Schuld dieses Fremden. Unsere schicksalhafte Begegnung brachte mehr zum Vorschein, als ich jemals gehofft hatte. Ich frage mich aber, woher er diese alten Inschriften kannte. Ich bin mehr als nur inspiriert. Die Runen der Bibliothek weisen Ähnlichkeiten mit der alten Schrift auf, weshalb ich mit der Analyse des Obelisken der Erbauer begonnen habe, um meine Theorie zu bestätigen. Es gibt jedoch ein Problem. Ich habe meine wissenschaftlichen Instrumente wohl beim Eldermeerdamm vergessen, als die Drachengeier angriffen. Ich ließ sie bereits beim ersten Schatten aus Panik fallen. Nun, für den Moment müssen mein Glossar und meine Brille ausreichen. Das kann doch nicht so schwer sein, oder? Ich verstehe, das müssen wir also jetzt dann finden. Sehr schön. Haben wir das auch? Also, dann merken wir uns doch mal
Hier diese Area, hier waren wir vorher, aber hier war ja noch was. Und vielleicht komme ich dann, wie gesagt, auch von hier. Jetzt sehe ich den Dings gerade nicht mehr. Oha, was ist da hinten? Naja, auch noch so viel. Vielleicht, wie komme ich darüber, Leute? Wie komme ich wohl darüber? Das finden wir vielleicht im nächsten oder übernächsten Part raus. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend und sage bis zum nächsten Mal. Ciao und bye bye.